Nehmen Sie das 9-Volt-Batteriegerät und den Erdungsstab aus der Verpackung. Öffnen Sie nun das Batteriegerät und stellen Sie die 9-Volt-Trockenbatterie in das Gehäuse. Entfernen Sie den Aufkleber vollständig von der Batterie und schließen Sie diese an das Gerät an. Ein versehentliches Vertauschen der Pole ist durch die verschiedenen großen Kontakte ausgeschlossen. Schließen Sie nun den Gerätedeckel und führen Sie den Batteriefunktionstest durch. Achtung, wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Weidezaungerät erst dann anschalten sollten, wenn alle Anschlussarbeiten erledigt sind. Bauen Sie nun den Erd- und Haltestab zusammen. Legen Sie dabei, wie hier gezeigt, an einer der beiden Schrauben die Öse für das Erdungskabel ein. Stecken Sie den Stab an der gewünschten Stelle in den Boden und setzen Sie das Batteriegerät auf. Anschließend verbinden Sie das schwarze Erdungskabel mit dem Erdanschluss am Gerät. Eine bessere Erdung erzielen Sie mit einem zusätzlichen Erdpfahl, der über ein Erdkabel mit dem Erd- und Haltestab des Batteriegeräts verbunden wird. Für den Anschluss des Batteriegerätes an einen Seilzaun verwenden Sie das Seilanschlusskabel. Um weitere Seilreihen anzuschließen, legen Sie die Öse des nächsten Seilanschlusskabels unter die Flügelschraube und befestigen Sie diese. Für den Anschluss des Batteriegerätes an einen Bandzaun verwenden Sie das Bandanschlusskabel. Um weitere Bandreihen anzuschließen, legen Sie die Öse eines weiteren Bandanschlusskabels unter die Flügelschraube und befestigen Sie diese.